Die Berlinale findet seit 1951 statt. Zunächst im Sommer, seit 1978 im Februar. Sie geht auf eine Initiative von Oscar Martey zurück. Martey war Filmofficer der US-Militärregierung, die Berlinale anfangs finanziell unterstützte. Die erste Berlinale eröffnete am 6. Juni 1951 mit Alfred Hitchcocks Rebecca im Titania-Palast. Erster Festspielleiter war der Filmhistoriker Alfred Bauer. Im Jahr 2000 zog die Berlinale vom Zoopalast in die neue Hauptspielstätte ins Theater am Potsdamer Platz, welches während der Festspielzeit Berlinale-Palast heißt. Am 10. Februar 2012 hatte ich nachmittags Zeit und so beschloss ich, mir das Ganze einmal anzusehen. Radio 1 verloste Eintrittskarten für die Nachmittagsvorstellung, wobei ich nicht im Traum daran dachte, eine zu gewinnen. Eigentlich wollte ich ein bisschen rumschlendern und dann wieder nach Hause. Stattdessen ging ich ins Kino. Ein paar Promis waren da, zum Beispiel die Mutter Beimer aus der Lindenstraße und Rezzo Schlauch von den Grünen. Berlinale-Chef Dieter Koslik begrüßt noch kurz die Band. Und dann komme ich. Jetzt kommt die Filmcrew von A Jour d'Huy, den Film, den ich heute sehen werde. Diese Leute sind in Deutschland relativ unbekannt und trotzdem geht der Punk ab, als sie den Red Carpet betreten. Heute ist der letzte Tag seines Lebens. Auf mysteriöse Weise weiß er es, obwohl er stark und gesund ist. Sachi, gespielt von dem amerikanischen Musiker und Schauspieler Saul Williams, akzeptiert seinen bevorstehenden Tod. Er läuft durch die Straßen seines Heimatortes im Senegal, wo er die Vergangenheit wahrnimmt, als sehe er sie zum ersten Mal. Sein Elternhaus, seine erste Liebe, Jugendfreunde, Frau und Kinder.
Immer wieder hört er den gleichen Vorwurf. Warum ist er nicht in Amerika geblieben, dem Land, in dem er eine Zukunft hatte? Sachi nimmt seine letzten Erlebnisse voller Angst, aber auch mit Freude in sich auf. Regisseur Alain Gomis kehrt ein Thema des senegalesischen Kinos um. Anders als in vielen Filmen, die sich mit Auswanderung und Neokolonialismus befassen, geht es hier um einen Mann, der aus Amerika in sein Heimatland zurückgekehrt ist. An seinem letzten Tag, an dem man ihn zu Beginn liebevoll begleitet und wie einen Heiligen behandelt, entdeckt er auch die Boshaftigkeit und die Gier seiner Mitmenschen. Was aus der Ferne in verklärter Erinnerung blieb, entpuppt sich teilweise als banale Realität. Eine Realität jedoch, in der Sachi trotz allem Frieden und Ruhe findet. Und genau die Sache mit dem Frieden und der Ruhe haben mich an diesem Film gestört. Von beiden war etwas zu viel enthalten. Zwei Szenen allerdings haben mich beeindruckt. Als Sachi zu spät zu seiner eigenen Beerdigung kommt, konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Und die vorweggenommene Totenwaschung wirkte sehr intensiv. Es war mein erster afrikanischer Kinofilm und er war für europäische Augen ungewöhnlich. Ein Film, der sehr bildintensiv ist, der die beiden Hauptdarstellerinnen Aissa Maiga und Anisia Useman gut in Szene setzt, dem es aber schlicht an Spannung fehlt. Director on stage, hier ist Alain Gomis. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihr Interesse. Vielen Dank für Ihren Besuch und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Dankeschön. Bei einer Kino-Weltpremiere mit Anwesenheit der Hauptdarsteller, des Regisseurs und Teilen der Filmcrew dabei gewesen zu sein, das war ein echtes Erlebnis. Danke Radio 1. Am Dienstag, den 14. Februar, war ich wieder am Marlene-Dietrich-Platz. Ich wollte es noch einmal mit einem Kartengewinn bei Radio 1 probieren, hatte aber kein Glück. Nun gut, die Band spielte, junge Menschen tanzten und es wurde trotzdem ein vergnüglicher Nachmittag.
So bekam ich einen meiner Radiogötter zu Gesicht. Volker Wiebrecht. Ein Mann, der mir bei Radio Fritz und später bei Radio 1 so manchen Lacher entlockt wird. Herr Kostin ist jetzt fast da. Okay. Hallo Dieter. Grüß dich, Katrin. Wie ist es? Mein Name ist Volker, wir müssen uns nicht küssen. Bleib mit den Blumen war ausreichend, gell? Ja, danke. Danke. So, Hälfte haben wir rum. Ja. Du bist im Desaster geübt. Ja. Schon einige Überraschungen erlebt bis jetzt? Nein. Lief alles wie am Schnürchen, außer dass Shahrukh Khan da ein paar Stunden zu spät gekommen ist und dann wollte er nicht aus dem Flugzeug raus, weil erstmal hat er geschlafen, dann ist er aufgewacht, wollte zum Friedrichstadtpalast gehen, dann hat der Pilot gesagt, ja, aber wir sind in Zypern. Und dann hat der gesagt, wieso Zypern? Ich habe doch gesagt, wir fliegen nach Berlin. Aber das hat der Pilot offensichtlich überhört. Dann sind die also doch noch nach Berlin geflogen, nach Schönefeld. Und dann ist er aber nicht ausgestiegen, weil nämlich er aus Versehen in seiner Smokingjacke geschlafen hat. Und dann mussten wir ein Bügelbrett organisieren und das war der erste Test für den internationalen Flughafen. Es gab kein Bügelbrett um 22 Uhr. Also habe ich mein Bügelbrett geholt und dann Shahrukh Khan sein Hemd gebügelt, nicht sein Hemd, sondern nicht gebügelt, sondern sein Jackett wurde gebügelt, er immer bügelt ja nicht selbst. Und kam dann zum Friedrichstadtpalast und war dann in extrem guter Laune. Die armen Fans, die standen natürlich da 24 Stunden unterkühlt. Aber dann hat er den Saal gerockt. Und als ich ihn dann ansagen wollte, hat er mich ja da gebeten, dass ich dann mit ihm noch eine halbe Stunde diese Bollywood-Nummer mache. Das kann jetzt jeder in YouTube sehen. Habe ich dann gemacht, ja. Aber es war toll, es war toll. Es war toll, oder? Ja, natürlich war das großartig. Ich meine, das war... Also auch du warst toll. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es da ist. Ich gucke mir das an, wenn die Berlinale rum ist, weil mit Shahrukh Khan Bollywood zu tanzen, das ist nicht so einfach, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber es gab auch Nummer 11, hat gewonnen. Ja. Ja. 10 Minuten vor Filmbeginn konnte die Verlosung beginnen. Schade, ich hätte gern den neuen Film mit Corinna Harfouch gesehen. In Was bleibt spielt sie eine depressive Frau, die es nach 30 Jahren wagt, ihre Medikamente abzusetzen. Corinna Harfouch, einfach eine tolle Schauspielerin. Naja, so kann ich ihren Auftritt am roten Teppich komplett verfolgen. Ich kenne Bock auf das Theater. Ausschlafen, futtern, gut ist. Oh, das ist der Opa. Grüß dich. Merkt ihr denn nicht, wie respektlos das ist, wenn man nicht so viel anders als ein Möbelstück behandelt wird? Also was darf ich denn heute wieder nicht erfahren? Ich sag dir auch nicht die Wahrheit. Jakob. Vielleicht solltet ihr euch nicht so bedrängen. Versetz dich einmal in meine Lage. Ich dachte, wir haben einfach mal ein schönes Wochenende zusammen. Ganze Familie. Kommt selten genug vor. Am späten Nachmittag sehe ich dann den Stargast dieser Berlinale. Meryl Streep. 17 Mal war sie für den Oscar nominiert. Damit hält sie den Rekord als meistnominierte Schauspielerin aller Zeiten. Noch vor Katharine Hepburn und Jack Nicholson mit je 12 Nominierungen. Zweimal hat sie den Oscar gewonnen, als beste Nebendarstellerin in Kramer gegen Kramer 1979 und 1983 für ihre Hauptrolle in Sophies Entscheidung. Sie spielte mit in Filmen wie Manhattan, Silkwood, Marvins Töchter, Die Brücken am Fluss, Die durch die Hölle gehen, Mamma Mia,
Der Teufel trägt Prada und zuletzt die Rolle der Margaret Thatcher in Die eiserne Lady. In Berlin erhält sie den Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Meine Damen und Herren, Meryl Streep. Mama Mia! Da drinnen findet jetzt die Verleihung des Ehrenbären statt. Danach habe ich noch einmal die Ehre, sie kurz zu sehen, bevor Meryl Streep entschwindet. Am Mittwochabend beschließt der Schwabenstreich Berlin nach seinem üblichen Treffen am Potsdamer Platz auch noch kurz die Berlinale zu beehren. Strobe light.
We'll be right back.